Wir befinden uns jetzt am dritten Tag der Strongman Villa 2023 und jetzt wartet der Leichensammler auf die Athleten. Wir haben jetzt den ganzen Morgen schon mit eher bescheidenem Wetter seminarisiert. Wir haben ein bisschen Dumbbell Press gemacht, das habt ihr jetzt ja alle schon gesehen. Was machen wir jetzt? Ich habe mir da was überlegt. Wir haben ja diesen wunderschönen Rambock. Und auf diesen Rambock haben wir eine Lage Körbe geschraubt. Ihr kennt den Rambock von der Viking Press schon, wo hier oben die Viking Press installiert war. Die Athleten müssen den Rambock anheben, müssen mit der Vorderachse beide Steine passieren. Dann setzen sie den Rambock ab, müssen die zwei Steine aufladen. Dann heben sie den Rambock wieder an. Und dann muss die Achse die nächsten zwei Steine passieren. Hierhin. Rambock absetzen, Steine laden. Dann wird dieser Finkelfinger im Weg liegen. Und dann müssen sie diese Finkelfinger wegräumen. Fahren sie weiter, müssen mit der Achse den 100-Kilo-Stein passieren. Dann dürfen sie den 100-Kilo-Stein aufladen. Dann müssen sie weiterschieben, bis sie mit der Achse, die Linie zeichnen wir noch ein, überschreiten. Und dann müssen sie die Steine auf die Whiskyfässer laden. Das Team, was das am schnellsten schafft, gewinnt den Leichensammler. Die Leichen sind jetzt so dargestellt als Atlas Stones. Ne? Und das müssen die Jungs jetzt kredenzen. Das heißt, die ziehen jetzt eine Nummer, weil sie werden zu zweit im Team sein. Und einen kleinen Schmankerl habe ich noch eingebaut. Wenn man jetzt sieht hier runter, man hat 3 Stones auf der linken Seite und 2 Stones auf der rechten. Aber wir haben 3 Körbe auf der rechten Seite und nur 2 Körbe auf der linken Seite. Also müssen sie strategisch überlegen, mit welchem Stein laufen sie die extra Meile außen rum. Und das machen wir jetzt. Viel Spaß. Start in 3, 2, 1, go! Das ist voll beschissen. Gut, ne? Einmal auf die Knie. Zeit.
Bestzeit. Bestzeit. Arme gerade, schön nach vorne, tiefer. Geht nach vorne! Bestzeit? Ja. 1,35,49. Los, los, auf geht's! Komm! Ah, geht's mal! Komm, Jessi! Los, los! 2, 3, hoch! Hoch! Ja, ich hab's. Los, los! Komm, hoch damit! Hoch! 1, 2, 3, hoch! Ja! Ein Team mit einem M als Personenname, Matthias und Felix. B. Maxi und Christian. Ja. Was soll ich
Beim Team Nummer 1 setzt einer seine Reihe fort. Paul und Marius. Ja, bevor er wieder wegkommt. Glückwunsch. Glückwunsch. Paul, du. Der dritte Tag geht langsam zu Ende, liebe Sportsfreunde. Wir hatten heute trotz Regen tolle Seminare. Wir haben am Fingelfinger geübt, wir haben Yoke trainiert, wir haben Dumbbell trainiert. Und jetzt am Schluss nochmal als Highlight der Leichensammler. Wetter hat zum Glück gehalten, sind wir richtig happy. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr verbessern würdet, was ihr ändern würdet. Wir sind offen für Neues und offen für konstruktive Kritik. Und im Hintergrund wird sich schon wieder gelabt am Essen, am Fleisch und an allem Möglichen. Deswegen sage ich jetzt Tschüss für den heutigen Tag. Der Justin wird vielleicht heute Abend noch einiges einfangen, wer weiß. Und dann sehen wir uns morgen beim Frauenwettkampf. Sportsfreunde, neuer Sport für Dennis. Nun kommen wir zum Frauenwettkampf, heute am letzten Tag auf der Villa. Wir kredenzen ein Everman Deadlift erhöht. Dann haben wir den Lock, das Yoke und den Applestone auf Höhe. Mal gucken, wie sich sie sich anstellen können. 3, 2, 1, Start! Oh.
2, 1, go! Los! Gleich! Ja. Komm und atmen! Schön hoch! Schön hoch jetzt! Ja. Ab! Easy! Ab! Aus! Ab! Sauber! Kommen wir zu Platz Nummer 3. Vanessa mit 12 Punkten. Platz Nummer 2, Ramona mit 7,5 Punkten. Und Platz Nummer 1, Jessi mit 4,5 Punkten. Dankeschön. Sauber. So. Applaus für die Damen. So ihr Lieben, wir sind alle am Arsch, müde, geschafft, gepeinigt, die Knochen sind fast gebrochen, die Muskeln sind zerrissen, fast alle sind gestorben, seelisch wie moralisch, körperlich und geistig. Jetzt saßen wir gemütlich da drin, wollten ein bisschen reflektieren und chillen und dann sagt der Justin einfach, komm, wir gehen raus und drehen den Schluss. Da ja viele immer Angst haben und sagen, ich komme nicht zur Villa, da ich muss erst 46 Jahre darauf trainieren, bis ich da überhaupt standhalten kann. Und da ja bekanntlich die Videos immer von Gästen verabschiedet werden, würde ich dich jetzt gerne bitten, Kandidat der Villa mit Apfel, gesund. Du machst das Resümee und machst den Schluss, gell? Ja. Tschüss. Also, saugeiles Event, saugeile Leute, saugeile Location. Jeder hilft hier dem anderen. Es gibt Applaus für jeden Athleten. Wir haben hier Q&A gehabt mit Dennis. Haben von seinen Erfahrungen partizipiert. Es gab hier Wettkämpfe, kreative Events, Rambock schieben, Steine laden, Leute, die alles gegeben haben. Und darauf kommt es an. Von innen wird alles gegeben. Hier wird so, Aileen ist hierher gekommen und hat ganz spontan auch beim Wettkampf mitgemacht. Die Mädels haben wieder Feuer gemacht, alles gegeben. Der ganze Supermarkt ist, alles was gesund ist, ist ausverkauft. Wir haben hier gezeltet, wir haben hier Bekanntschaften geschlossen, alle mit einer geilen Energie unterwegs, die sich für den Sport interessieren, den größer machen wollen. Wir haben den Legend Stone hier gehoben, also absolut urig, was soll man sagen? Love it. Also jederzeit wieder, kommt in den Dschungel, der findet bald statt, ich freue mich schon, ich habe mein Ticket. Alle zugänglich, eine große Familie. In dem Sinne, liked es, abonniert es, schickt es dem Schichtführer. Ja, I love it. Haut rein, Leute, meldet euch.